Herzlich willkommen zum NWL Bigger Cup. So. Hello, schreiben wir da mal kurz in den Chat. Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Wir haben kurzfristig sogar noch ein Crit zusammengekriegt. Ich dachte eigentlich, wir müssten heute ein FFA machen. Das Traurige zuerst, es wird heute vermutlich für die nächste Zeit der letzte NWL Cup sein. Warum das alles so ist, werde ich im Laufe des Abends noch etwas erörtern, noch ein bisschen ausschweifender werden. Es wird die nächsten Tage auch einen neuen Videoblog von mir geben, Hajitos Vlog. Müsst ihr unbedingt anschauen, da werde ich so ein bisschen was drüber erzählen, warum, wieso, weshalb und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Aussichten auf, an der Aussicht auf die nächste Zeit, auf die nächsten Projekte und so weiter. So, wir werfen mal kurz einen Blick in das Crit. Und zwar haben wir heute wieder ein paar richtig, richtig gute Spieler am Start. Sehr viele bekannte und ein paar neue. Und zwar im Viertelfinale, Round of 8, ist ein BO1. Expedition Lost ist die erste Map. Und da treten an Dresset gegen Luxors. Zwei Titelverteidiger, die gegeneinander antreten. Luxors ist ja beim letzten Cup recht früh raus, hat jetzt hier also noch eine Rechnung zu begleichen und Dresset hat das ganze Ding komplett gerockt. Gute Performance abgezogen. Dann haben wir als zweite Paarung Sylar gegen Cry. Sylar kenne ich jetzt noch nicht, ist allerdings auch vom Team MVP, genauso wie Dresset auf jeden Fall und ich glaube auch, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube auch Crunch. Denn wir haben auch noch Crunch gegen BioLunar, die beiden spielen aktuell schon. Und zu guter Letzt ein altbekannter, der Knatterking, der in der Aero 8 gegen den Freeman antritt. So, wir warten jetzt hier nur noch auf den Luxors. Der war eigentlich die ganze Zeit online, ist jetzt gerade weg, müssen wir mal schauen. Sollte aber eigentlich gleich kommen. So wie ich ihn kenne, ist das alles kein Problem. So lange mache ich mir hier erstmal den Gamer-Scheißer auf. Ich bin heute leider wieder alleine. Daher haben wir schon ein bisschen früh jetzt angefangen mit Invites und so weiter, dass das alles auch reibungslos geht. Einfach nur herrlich. Ich habe endlich mal wieder seit dem letzten Cup wieder einen getrunken. Seit dem letzten Bigger Cup. Der letzte Lower Cup ist leider ausgefallen. Wir hatten leider nur eine einzige Anmeldung reingekriegt. Das war der Feuerteufel und das war auch mehr kurz vor knapp. Schauen wir mal ganz kurz in den Chat. So. Ja, Klausi. Ja, hey ho, Haito, sagt er. Hey ho, Klausi. Sau cool. Du bist einer der Zuschauer, die hier immer am Start sind und ich finde das unglaublich cool. Top. Ja, ich schreibe kurz nur noch Dresset. So, jetzt warten wir eben nur noch auf den Luxors, dass der kommt. Ich denke mal, sollte er nicht im Moment da sein. Gut. Dann würde ich sagen, erzähle ich mal so ein bisschen was, warum das heute, ja, vermutlich der letzte Bigger Cup wird. Und ich muss mal kurz gucken, ich übersteuere nämlich so ein bisschen, sehe ich gerade. Ja. So, jetzt sollte wieder alles passen. Und zwar dieses tolle StarCraft hat eine dumme Angewohnheit. Genau, 10 Minuten war die Marke. Und zwar, das ist die dumme Angewohnheit, hier bei Voice, da stehe ich, Enable Voice Chat, sag mal, muss ich anmachen, gehe hier auf 80% runter, weil das verstellt es mir nämlich sonst. Bam. Voice in Output Volume, lassen wir auch mal hier so, wobei das kann passen. Und machen wir aus, wunderbar. So, ja, Luxors ist aktuell nicht da. Ich schreibe ihn mal ganz kurz an und dann erzähle ich ein bisschen was, warum, wieso, weshalb, dass es da momentan so ein bisschen Probleme gibt.
So, schreiben wir mal kurz an. Ich denke mal, sollte sich eigentlich auch gleich aufklären. So, ja, Problem ist folgendes momentan. Wie fange ich da am besten an? Ja, einerseits, die Spiele werden immer weniger. Die Lower Cups kann man eigentlich gar nicht mehr machen. Haben ja damals ja ins Leben gerufen, weil es einfach zu viel gute Spieler gab, dass dann einfach so ein Silberling, sage ich jetzt mal, einfach keine Chance mehr hatte. Gut, das war so das eine, weshalb wir damals hier die Lower Cups machen mussten. Und was heißt mussten? War ja auch eine schöne Sache. Hat ja auch wirklich viel Spaß gemacht. Aber es sind halt einfach immer weniger Leute gekommen. Das heißt, Lower Cups eigentlich mittlerweile nicht mehr möglich. Die Bigger Cups hat sich zur Angewohnheit gemacht, wenn ein Crit zusammenkommt, dann meistens immer erst auf die letzte halbe Stunde. Was ziemlich übel ist vom Schnitt her. Im Schnitt habe ich bis zum Tag des Cups 2 bis 3 Anmeldungen. Das ist stark zurückgegangen. Natürlich wollen auch nicht mehr allzu viele Leute einen StarCraft-Stream sehen. Das heißt, da sind natürlich die Zuschauer auch etwas zurückgegangen, aber das sollte nicht unbedingt ja die Grundlage von allem sein. Aber man merkt, die Luft ist raus. Und das persönlich finde ich zwar sehr schade, aber StarCraft 2, vor allem halt aktuell Heart of the Swarm, hat sich einfach jetzt ausgelutscht. Das Niveau ist wahnsinnig hoch. Anfänger haben eigentlich so gut wie keine Chance mehr, nur mit sehr viel Mühe und Fleiß. Das heißt, mal so neben der Arbeit mal so ein bisschen spielen, um dann hier durchstarten zu können, schwierig. Von daher ist natürlich auch wenig Nachwuchs da. Wir werden weiterhin neue Formate bringen. Wir werden auf jeden Fall warten, bis Legacy of the Void da dann da ist. Ich denke mal, das wird das Ganze etwas ja, beleben, aber wir haben ja noch nicht einmal die Beta. Also zumindest nicht die Beta, wo man sich auch ganz normal dafür bewerben kann. Das heißt, es wird alles noch etwas dauern. Wir arbeiten auch noch in unserem Cup-System. Das dauert auch noch ein bisschen. Und daher kam der Entschluss zu sagen, okay, wir pausieren jetzt die Cups erstmal. Das Risiko ist uns einfach zu hoch. Man darf eins nicht vergessen, ich zahle momentan alles aus meiner Tasche und ich verdiene mit dem Projekt nichts. Natürlich könnte man sagen, man streicht jetzt die Preisgelder, aber das möchte ich selbst auch nicht. Und von daher wollen wir lieber warten, bis wieder ja, frischer Wind reingekommen ist und die ganze Sache einfach besser läuft, besser anläuft. Ich weiß nicht, wie denkt ihr darüber? Eure Meinung interessiert mich natürlich extrem, vor allem auch was die weiterführenden Contents betrifft. Nicht nur, dass ich mit Machine die Replays der letzten Cups casten möchte und dann auch die VODs auf Networks Gaming und auf YouTube dann eben zur Verfügung stelle, sondern wir haben noch andere Formate im Kopf. Mehr dazu erfahrt ihr allerdings dann in meinem Videoblog. Aber eins könnte man schon mal einfach mal so in den Raum werfen. Wir wollen Community-Abende machen, und zwar StarCraft-Content. Ob das einfach riesengroße FFAs werden, einfach nur just for fun, oder ob wir dort einen wirklichen Cup machen, wird sich zeigen. Aber auch da interessiert mich eure Meinung. Hackt sie rein in den Chat, schreibt es mir per Mail. Ihr kennt ja die ganzen Kanäle. Und ja, also ich bin auf euer Feedback gespannt. Wenn ein unfassbar großes Feedback kommt, dass 1000 Leute auf einmal sagen, boah, wir wollen die Cups weiterhaben, dann können wir da auf jeden Fall darüber reden. Aber aktuell sieht es halt eher nach dieser Pause eben aus. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier schon eine Nachricht gekriegt habe. Oh, bei Luxus ist das Internet tot. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Ich schreibe das gerade mal Dresset. Ja, er kommt gleich on. Schauen wir mal, wie lange das Ganze dann stabil ist. Aber Luxas kommt. Wunderbar, das freut mich sehr, dass hier wir jetzt keine Ausfälle haben wie beim letzten Mal. Das war ein bisschen blöd, musste man ein bisschen improvisieren, aber ich denke mal, das haben wir auch noch ganz gut hingekriegt.
Auch heute wieder viel Improvisation, weil wieder alleine Machine geht's immer noch nicht so gut, wie es sein sollte. Sagen wir es mal so, mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Wie schon gesagt, es wird demnächst Content von uns beiden geben. Wir wollen eben die Replays casten. Und auch noch so ein anderes Format, was demnächst anläuft. Und da hoffe ich, ist er auch dabei. Wäre eine ziemlich coole Sache. So, jetzt warten wir nur noch. So, und meine Finger, wenn sie kalt sind, funktionieren die auf dem Touchpad dieses MacBooks nicht. Das ist richtig gut. Ja, ich denke mal, da hole ich mir jetzt mal eine Maus. Ach, unfassbar. Allerdings, wir hatten ja schon länger keine technischen Probleme mehr. Von daher darf das heute durchaus mal sein, dass man hier so ein bisschen improvisieren muss. Habe ich hier eine tolle Maus. Die funktioniert sogar richtig gut. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Muss ich jetzt noch ein bisschen Platz machen. Improvisierung über Improvisierung. So. Ja, im Chat haben wir hier auch schon so ein bisschen Feedback dazu. Ja, hört sich gut an. Ich hatte auch hier schon eine Meldung gekriegt, dass es sehr schade ist, dass es jetzt der letzte Cup sein soll. Ja, ich glaube nicht, dass da Leute, die mal in Diamant waren, deswegen in die Lower Cups gekommen sind, damit sie andere kaputt hauen können, weil, wie schon gesagt, der Punkt ist ja, drei Spiele oder drei Seasons musste man ja schon aus der Diamant ja dann raus sein, damit das Ganze, ja, zumindest halbwegs fair ist. Natürlich, klar, wenn man nicht regelmäßig spielt und dann dementsprechend runtergerankt wird, ist es immer so eine blöde Sache, ganz klar. Klaus BH sucht noch einen Clan. Ja, da hätte ich vielleicht auch eine Idee. Und zwar, wir sind wirklich auf die Idee gekommen, haben jetzt in Diablo schon umgebaut, haben jetzt dort unseren Clan umstrukturiert und wollen jetzt auch ernsthafte Ziele, ja, das kann man in Diablo, verfolgen. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, NetWars Gaming auch als Clan ein StarCraft-Tier reinzubringen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Das heißt, den Clan NWL, was ja nicht nur für die NetWars League steht, um einfach unseren Tag zu haben. Ja, da ist auch hier der Luxus. Perfekt. Wird es so nicht mehr geben. Aber vielleicht hat der eine oder andere Lust, dort dann eben mitzuspielen. Ja, könnt ihr auch mal im Chat jetzt mal drüber diskutieren. So, ich würde sagen, wir sind vollständig. Wunderbar. Fangen wir mal kurz ready. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Spiel des Abends zum Casten an. So. Good luck, have fun. Start the game. Und los geht's mit dem ersten Spiel des Abends hier auf dem Stream. Luxors gegen Dresset. Ein TVP auf Expedition Lost. Rein ins StarCraft-Spiel. Wir haben hier Master gegen Diamant und ich glaube, dass Dresset auch schon Master war. Ja, wir fangen an. Rechts oben in Orange als Brotus gespawnt. Dresset vom Team MVP. Gegen den Kontrahenten Luxors vom Team Non-Esports. Unser Dauer-Terran links unten. Ja, wunderbar. Zwei Titelverteidiger, die jetzt hier gegeneinander fighten, sozusagen. Luxors hat ja schon mehrfach hier die Cups gewonnen, während Dresset beim letzten Bigger Cup das erste Mal dabei war und hier einfach mal durchmarschiert ist.
hat eine beeindruckende Performance gezeigt, hat mir auch sehr gut gefallen, sein Spielstil. Ich bin der Meinung, hier treten gerade zwei wirklich ebenbürtige Gegner gegeneinander an. Das war richtig gut. Die letzten Male. Und von daher bin ich jetzt natürlich auch gespannt. Also ich denke mal, dass wir hier jetzt ein sehr, sehr spannendes Match dann sehen werden. Ja, da kommt die Proxy Barracks. Interessant, interessant. Gasless. Sieht jetzt auch nicht ein, so schnell noch einen Tag zu machen. Pumpt jetzt hier dann ihm vermutlich gleich die Marines durch. Links der Platz hier. Weiß nicht, wird hier der so selten gescoutet? Ich weiß es nicht. Ich habe die neuen Maps noch gar nicht so drin. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch seit dem letzten Bigger Cup vielleicht zwei Spiele gemacht. Und die alle auch nur mit meinem zweiten Account, um mal so ein bisschen die Maps zu sehen. Ja, hier wird der zweite Pylon auch gesetzt, dem Reaper sozusagen ja der Weg direkt in die Mineral Line so ein bisschen erschwert. Das Thema hatten wir schon, man könnte jetzt noch hier zumachen. Dann ist der Reaper gezwungen, außen rum zu laufen. Jetzt kommt ja auch der Bunker und die Marines werden produziert. Alles ganz knapp out of vision. Da merkt man, okay, Luxus hat diese Map schon ein paar Mal gespielt. So, genau, jetzt ist hier der Core, da ist jetzt dicht. Da würde jetzt ein Reaper nicht mehr rumkommen. Ist jetzt aber erstmal egal, weil jetzt hat sich der Protoss erst einmal mit dem Bunker auseinanderzusetzen. Ja, hier hinten wird ganz normal die OC gemorpht. Ansonsten einfach nur gepumpt. So, nächster Bunker wird nach vorne gesetzt. Zweiter Marine ist da. Jetzt müssen gleich alle SCVs gepult werden. Jetzt geht's zurück in den Bunker und können jetzt hier ganz gemütlich weiteren Schaden fahren. So, gute Entscheidung. Der Seelitz muss nach vorne. Der muss jetzt hier Eco-Schaden ohne Ende bringen. Man kann hier mit. Boah. Jetzt ist der dritte Marine draußen. Da könnte durchaus mal Schaden kommen. Ja, der Core wird gechrono-boostet. Also man kann hier auch mit den SCVs. Mit den Probes. Probes. Jetzt haben wir es. Die Probes. Durchaus auch hier so ein bisschen auf Abstand halten. Aber jetzt kommt schon der nächste Bunker. Das wird hier ganz, ganz bitter. Ja, die einzige Production Facility fällt gleich. Jetzt muss er rauf. Auch hier nochmal mit dem Core. Jetzt ist der nächste Seelit da. Der andere latscht jetzt. Ah, nein, er dreht um. Er dreht um. Weiß nicht, ob Missklick über F2 oder wo er wirklich umdrehen möchte. Das sieht auf jeden Fall jetzt gerade gar nicht gut aus. Hier wird Dresset ziemlich böse weggecheest. Ja, und damit ist das Geld weg. Dresset verlässt das Spiel und es steht 1 zu 0 für Luxors. So, gehen wir mal wieder auf den Cup-Screen. Wunderbar. Und dann tragen wir das gleich mal hier schön ein. So. Luxors geht schon mal in das Halbfinale. Jetzt gucken wir gleich mal, ob die anderen Paarungen schon ein Ergebnis haben. So, und zwar haben wir da Slayer gegen Cry. Cry hat das Spiel beendet. Gucken wir mal kurz in die Match History. Ja, Cry hat gewonnen, hat sich hier gegen Sailor oder Sailor durchgesetzt. Und Crunch gegen Biolunar haben wir noch. Die sind auch fertig. Gucken wir da auch mal hier ins Profil, in die Match History. Biolunar hat sich auch gegen Crunch durchsetzen können. So. Dann mache ich jetzt erstmal hier die erste Gruppe mit dem Map Veto und zwar Knatterking gegen Biolunar. Dort kommt jetzt hier das erste Map Veto. So, beide sind da. Dann gucken wir mal, welche Maps denn jetzt gespielt werden. Es sind ja fünf Maps,
im Map Pool, und zwar Overgrowth, Secret Spring, Expedition Lost, Inferno Pools und Deadwing. So, schauen wir einfach mal, wer welche Map raus. Wehtut. Mir wurscht. Ja, da wäre ich gerade von Luxus gefragt, ob wir trotzdem mit Tuntu weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Okay, einmal Deadwing wurde rausgewetot. Das heißt, sind noch 4 Maps jetzt im Pool drin. Und Overgrowth ist raus. Das heißt, wir haben hier Secret Spring, Expedition Lost und Inferno Pools. Dann würde ich sagen, machen wir damit jetzt auch eine. So, Expedition Lost. Nehmen wir als erstes raus. Das heißt, wir starten hier mit Inferno Pools. Create this party. Das werde ich dann auch verlassen und dann mit Cry und Luxors. Die wollen wir uns anschauen. Dann schauen wir mal, wer hier am schnellsten durchkommt. Ob wir vielleicht dann bei anderen Matches noch was sehen. So. So. Kim. Knatter King ist hier auch Protoss, dann haben wir hier alle. So, wir haben hier Secret Spring und. Ja, und die Inferno ist noch dabei. So. Good luck, have fun. Wir starten das Spiel Biolunar gegen Knatter King. Die gucken wir uns jetzt aber nicht an. Wir schauen uns hier die anderen beiden an. Also Cry gegen Luxors. Cry habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da bin ich mal echt gespannt. Freue ich mich schon drauf. So, da gehe ich jetzt raus, verlasse das ganze Spielchen hier. Wo ist Cry? Da ist Cry. Ich habe ihn gefunden. Da treten jetzt auch zwei gegeneinander an, die sich auch schon etwas länger hier kennen. Sind ja auch schon alte Bekannte der Cups. Das freut mich natürlich immer. Okay, einmal ist Inferno Pools rausgewetet worden von Cry. Steht er wohl nicht ganz so drauf. Schauen wir mal, was das Veto von Luxors wird. Und dann starten wir damit auch gleich. So, Overgrowth wurde auch rausgenommen. Das heißt, wir haben Secret Spring, Expedition Lost und Deadwing.
Ja, die NWL hat einen Pool. Okay, also bleiben wir bei Inferno Pools. Dann starten wir auch hier mit der ersten Map. Und zwar auch hier nehmen wir Inferno Pools. Greatest Party. Schauen wir wieder hier mal zum Chat, was sich da so tut. Ja, das wird mit dem neuen Cup-System auch definitiv ein bisschen anders dann werden. Das wird wesentlich übersichtlicher und angenehmer werden. Da werden sich die Spieler auch selbst gegenseitig inviten können. Es wird dann ein bisschen übersichtlicher. So, go, go, schreiben Sie beide. Good luck, have fun. Und wir starten das Spiel, springen da dann auch gleich mit rein. Werden auch dann hier nach dem Halbfinale auch erstmal eine kleine Pause nochmal reinwerfen. Also da nicht wundern. Wer da mal auf die Toilette muss, hat dann da die Möglichkeit. So. Auch hier wieder Master gegen Dia. Und wir sind im Spiel. Unten rechts in Rot vom Team OTS Cry. Unser Protoss. Und links in Lila vom Team Non-Esports Luxors. Der Dressit gerade weggecheest hat. Ja, wir haben eine schöne Vierspieler-Map. Ich glaube, hier ist. Ich glaube. Na, ich bin mir nicht sicher, wie die Spawn-Posis hier sein können. Deswegen sage ich da jetzt mal nichts dazu. Ich bin ja bekannt dafür, hier mit Falschaussagen ja mal immer zu glänzen. Mein persönlicher Anspruch, ja. Die tun Tus. Und die ich mit Luxor, was ich jetzt dann. Hoffentlich wieder regelmäßig machen können. Mir fehlt da oft einfach die Zeit. Also was ich da immer wie für ein Blödsinns-Zeitmanagement habe oder dann solche dummen Dinge dazukommen, wie Verletzungen, Krankheiten, sonstiges, haben mich leider bis jetzt immer so ein bisschen davon abgehalten. Aber das Ganze soll auch dann als Art Let's Play. Oh, die beiden treffen sich. So kann man natürlich auch Scouting-Luck haben. Als Let's Play auf YouTube dann landen. Von daher folgt dem Kanal. Die Ätna bricht aus. Let's Plays werden jetzt gleich, ja, oder in den nächsten Tagen wieder massiv vorwärts gehen. Es gibt neuen StarCraft-Content, neue Vlogs, ganz viel tolle, tolle Dinge. Also ich hoffe, dass sie ganz toll werden. Und ja, guckt einfach mal vorbei. Vielleicht ist auch da alter Content da, den ihr toll findet. Mein Handy leuchtet. Warum leuchtet mein Handy? Ich habe eine Nachricht gekriegt. Das ist ja schön. Aber ja, die werde ich jetzt erstmal nicht anschauen. Das stinkt doch schon wieder hier nach etwas Cheese. Da die Barracks oben ist, wird es hier eine Factory geben. Wahrscheinlich Minen. Gibt es hier eine Mine? Oder will er ihn einfach nur verwirren? Was kommt? Da kommt ein Reaktor hinten an der Barracks. Das Gas wird fleißig gesammelt. Da kommt jetzt die zweite Barracks. Bleibt ja nicht noch ganz solide stehen. Jetzt setzt sie sich in Bewegung. Da ist sie. Das Gas hat gereicht. Und es wird ziemlich sicher Minen geben, während Cry sich hier die Echse nimmt. Nimmt auch hier das rote Gas jetzt. Core jetzt draußen. Alles eigentlich schön in den Timings drin. Bin jetzt mal gespannt. Cry aktuell leicht vorne vom Supply her.
vom Income her, ja, sind sie noch ziemlich gleich. Was sich jetzt allerdings dann gleich ändern wird. Chrono boostet jetzt hier eine Probe nach dem anderen durch, um ja auch gleich die Transition machen zu können. So, jetzt schauen wir mal. Normalerweise dürfte das Out of Vision sein. Nein, das sieht Cry. Die Factory ist in Vision. Wie reagiert er? Ja, sofort Stalker und Core gehen drauf. Aber eine Mine könnte er durchaus rauskriegen. Die kann sich im Normalfall auch einbuddeln. Die beiden dürften nicht genügend Schaden anrichten, damit diese Mine komplett drauf geht. Allerdings, wenn er sie nicht sofort eingräbt, ist das eine blöde Sache. So, hier vorne wird auch gleichzeitig noch ein Bunker angesetzt. Ja, jetzt muss er gucken, wohin mit dem Stalker. Er will das SCV, er will auf jeden Fall mal den Bunker denyen. Die Mine ist jetzt mal gar nicht mal so schlimm. Er hat ja die Expansion draußen. Das heißt, jetzt sollte er alles zurückziehen. Macht er auch. Triggert mit einer Probe. Das hat er gut gemacht. Kann jetzt hier erstmal noch so ein bisschen weiter minen. So, Photon Overcharge ist natürlich eine gefährliche Sache. Fliegt er allerdings ja, von der Range raus. Jetzt ist halt der Punkt. Cry kann hier jederzeit noch nach unten sliden. Ja, jetzt eigentlich nicht mehr. Bei so vielen Marines wird hier ganz schön unter Druck gesetzt. Und jetzt ist Luxus auch vom Supplier massiv vorne. Schauen wir uns mal das Army Supplier an. Ja, da ist jetzt hier das Doppelte eigentlich schon auf Seiten von Luxus. Jetzt ist die Factory down. Wie viele Minen? Ja, Kills haben wir denn drauf? 4 Stück. Das ist jetzt halt nicht so viel. Also hätte mehr Schaden machen können. Hat aber ganz gut gereicht, um hier Cry zu beschäftigen. Ja, mit 3 Stalkern da gewinnst du noch keinen Blumentopf damit. Nächste Marines sind alle über die Karte hier gerallied. Cry muss sich jetzt hier ein bisschen Zeit kaufen. Darf allerdings die Mine nicht vergessen, die jetzt gleich wieder auslöst. Und diesmal schlägt es böse ein. Ja, jetzt haben wir 10 Kills, 6 neue Kills drauf. Hat jetzt hier auch vom Supplier, ist er auf 8 runtergebrochen, jetzt wieder auf 9. Es werden nicht weniger Marines. Der Nexus fällt jetzt und jetzt geht es auch hier langsam aber sicher immer mehr den Stalkern an den Kragen. Die ersten Marauders sind dabei, beziehungsweise auf dem Weg mit drin. Stimmt zur Hälfte fertig. Ja, Blink dauert noch ein bisschen. Jetzt zieht ihr hier hinten ein Gateway nach dem anderen hoch. Mit Blink kann er natürlich hier so ein bisschen ja, Micro betreiben. Bisschen Blink-Micro. Da kam jetzt nochmal ein Scan. Schön hier einfach mal den Opsi mit rausgenommen. Muss jetzt alle Ropes holen. Da kommt das GG. Ja, Luxus legt hier vor. Das tragen wir natürlich jetzt gleich mal ein. Luxus führt mit 1 zu 0. Und wir gucken gleich mal, was bei Knatterking und Biolunar der Fall ist. Ob die beiden noch spielen. Ja, die beiden, die spielen noch. Sind noch hier im ersten Spiel drin. So, das heißt, wir haben jetzt als nächste Map, nehmen wir Deadwing. Die hatten wir heute auch noch nicht. So, jetzt schauen wir mal. Okay. Also hier ist so eine kleine Verwirrung mit dem Veto. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Ich kläre das hier mal schnell ab und sind dann gleich wieder da mit dem nächsten Halbfinalspiel. Cry gegen Luxus. Bleibt dran.